Willkommen zurück zu einer weiteren nervenzerfetzenden Folge House of Ashes. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Die Gewinner wurden über Discord angeschrieben. Bitte schaut in Discord rein, schreibt irgendwas zurück, egal was, eine 1, eine 2, eine du bist kacke, du bist doof oder du bist gut, egal irgendwas, so damit ich weiß, okay, derjenige ist ein echter Mensch und der liest auch seine Discord-Nachrichten. Wäre schade, wenn der Code nämlich nicht genutzt werden würde. So, es geht weiter und wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht, eine Bewertung reindrücken, vielleicht Doppelfolge. Ich arbeite sehr hart, euch alle mit allem zu versorgen. Wie oft denn noch? So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt. Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint... Wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich ganz bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist... Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, Sie regeln das. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Jason, bist du da? Du Scheiße. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Also der ist schon mal garantiert nicht tot. Und er kann ganz schön schnell rennen. Okay, ich glaube, schließen, ja, ja, schließen, schließen, schließen. Ah, nein, und ich glaube, Rachel wurde infiziert, oder? Oder vielleicht ist sie sogar immun. Los, los, los! Was nun? Ich will Nick nicht sterben sehen. Nimm die Eisenstange, Bruder. Oh nein, jetzt kommt wieder so ein Heartbeat-Shit, oder?
Alles klar. Dong, dong. Dong, dong. Ups, ups. Gib mir den Beat, yo. Was? Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Oh nein. Rachel, unternimm irgendwas. So ist gut, Mädchen. Alter, was sind das für Übermenschen? Er ist immer noch frisch. Der ist definitiv noch am Leben. Aber wenigstens hat Rachel Eier gezeigt. Oh, das Zucken. Der Klassiker. Ich frage mich, können die noch logisch denken? Wissen sie noch, was sie tun? In welchem Zustand befinden sie sich? Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Für uns gibt es eine Zukunft. Eric war ein guter Mann. Aber er ist fort. Rachel. Wow. Das war ja ganz schön hart. Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Und nie mehr. Dann bleib dicht bei mir, Marine. Ich gehe nirgendwo hin. Ich würde sie nicht küssen, sie könnte... Ich will dich nicht verlieren. Jetzt nicht. Was? Und nie mehr. Okay, er sagt es einfach nochmal. Das ist romantisch. Es ist Jason. Er lebt noch. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Also ich würde sie nicht küssen, sie könnte infiziert sein. Gott sei Dank hast du nicht das L-Wort gesagt. Lesbe? Nein, Liebe. Mann, ihr Idioten. What? Wir sind einfach mal von ungefähr 350 Fuß auf 3431 Fuß runter. Fuck, ist der Lift lang. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen, aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Oh, ich weiß ja nicht. Okay, die waren schon mal hier unten. Also, wir sind nicht die ersten Menschen. Aber schaut euch das an. Diese Wurzeln. Und was ist das da hinten? Irgend so ein Pilz oder sowas. Am Ende sind's Pilzvampire. Das sind die schlimmsten. Funde. Mappe 3. Van Houten. Na gut, Mr. Van Houten. Kleiner Millhouse. 29. November. Viele der Funde belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertlange Dürre das Akkadische Reich bedrohte. Dieselbe Dürreperiode, die auch das alte Königreich in Ägypten heimsuchte. Die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutea aus den Bergen hinab auf das Flachland. Es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Akkadern. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt versuchte, die Götter milde zu stimmen. Zugehörige Funde R6, schwarzer Onyx, mesopotamisch Ur-3-Zeit. Onyxsteine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück. Vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Uduk-Dämonen die Welt bevölkerten. R19 Stein mit Loch. Das gute alte Stein mit Loch, auch bekannt Glory Hole. Mesopotamisches Glory Hole. Der Stein zeigt Figuren, die eine Sonnenfinsternis anbeten. Zusammen mit R6 bildet das Stück ein Sonnenfinsternis ab.
die eine Katastrophe voraussagte. Okay. R32, Ritualtafel, undatiert akkadisch. Die Tontafel zeigt einen Ausschnitt aus einem religiösen Ritual. Der von Priestern getragene Stierkopfschmuck deutet auf ein Menschenopfer von Dienern hin, wahrscheinlich um die Zukunft aus ihren Eingeweiden zu lesen. Der Klassiker, oder? Diener damals zu sein, war echt mies. Dieses deutet darauf hin, dass nicht nur guteische Gefangene ermordet wurden. R73, Schlachtentafel, Tontafel mit einer kriegerischen Szene darauf. Die Kopfbedeckungen der akkadischen Krieger legen nahe, dass es sich um einen Kampf zwischen Akkadern und Gutean handelt. Alright, das hatten wir schon. Dann ist hier alles wohl durch. War eine wilde Zeit. War eine verflucht wilde Zeit. Was habe ich denn hier gefunden? Ah, sieh mal einer an. Der Löwe, der den Mann niederschlingt. Au! Uff. Uff. Okay, ich habe alle gefunden, bis auf eine. Das ist auf jeden Fall unser Ehrenbruder, der von so einem Vampir ordentlich ins Gesicht gepeitscht wird. Und der hat eine Flare in der Hand. I don't like this. Was ist das denn für ein Ding? Sieht nicht irgendwie natürlich aus. Ich will es irgendwie nicht anfassen. Was ist das? Ein organisches Gebilde von unbekannter Flüssigkeiten. Es wirkt wie eine nichtmenschliche Kreatur. Ein Kokon? Die Dinger kommen wohl von hier. Riecht nach Formaldehyd. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Lernt ihr Amerikaner nichts in der Schule? Nee, der Westen ist strunzdämlich. Wir sollten da wegbleiben. Ja, du bist der Einzige, der wirklich clever ist. Einbalsamierungsflüssigkeit. Sie werden hier vielleicht ihre Opfer einbalsamiert und transformiert. Zu Vampire. Nazi-Vampire aus dem Weltall. Naja, der sieht eigentlich noch relativ trocken aus, ne? Der Bruder hier. Irgendein Hinweis, den ich hier noch finden kann? Irgendein Geheimnis? Gar nichts. Ihr findet eine Leiche und ja, ist halt eben nun mal so. Wer kennt's nicht? Eine alte Leiche gefunden. Auch nix. Nö. Mary Hodgson. Muss eine Frau sein. Eine Uhr mit dem Porträt einer Frau darin. Nicht gut ausgegangen. Nee. Was? Ich darf nicht so enden. Ja, glaubst du, ich will so enden? Wer will schon so enden? Ich glaube, da hat niemand so wirklich Bock drauf, oder? Das gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfahren wir sowas Nützliches. Alright, der alte Randolph. Ihm half's nicht, ja, das stimmt. Oi. Ah, scheiße. Okay, da muss wohl was Wichtiges drin gestanden haben. Wenn jemand alles rausreißt. Und es war nicht so zerrissen, wie als würde man es zerstören, sondern eher als würde man es mitnehmen wollen. Aber wenn man das komplette Buch rausreißt, warum nimmt man nicht einfach das ganze Buch mit? Das ergibt dann auch irgendwie keinen Sinn mehr, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber naja. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich unleserlich. Wenigstens das schulde ich ihr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei ihr trage, zeigt die Mary, an die ich mich erinnere. Nicht dieses unleserlich wahrscheinlich Monster. Es ist alles Lady Bradshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihnen geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Heutens gebeugt.
Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zelthering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, wie eine Antwort auf das vergossene Blut. Der Alte von Heuten ist also von ihr ermordet worden. Das war wahrscheinlich die Leiche, die wir da gerade gesehen haben, von Heuten. Der alte Teppichverkäufer. What the hell? Okay, das sieht aus wie ein scheiß Raumschiff. Plötzlich bin ich irgendwie im Giga-Museum gelandet. In Makenda. Ja, gleiche Frage. Fuck, was ist das hier? Scheiße, das ist ja wirklich ein Raumschiff. Aber sind die nicht viel zu primitiv, um, keine Ahnung, sowas hier einst bedient zu haben? Haben die vielleicht selbst verlernt, wie man ihre eigene Technologie anwendet? Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London, zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. Er fehlt mir so sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Nick und ich wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick hat sie erschossen. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf. Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein.
Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich hab erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Diese Dinger sind in unseren Köpfen. Sie wollten uns töten. Aber du und ich, wir stehen noch. Glaub dran, Salim. Wir kommen hier raus und sehen die Sonne wieder. Glaubst du denn wirklich daran? Hurra! Was ist das für ein Geräusch? Das Motto der Marines. Oh, dann bin ich jetzt auch ein Marine? Eins nach dem anderen, okay? Okay. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Best Buddies! Das ist übel, Mann. Das ist richtig übel. Ich glaube, in diesem Moment setzt der kosmische Horror ein. Weil du dir denkst... What? Wie will ich das denn machen? Ey, ich habe ein Stück Metall in der Hand. Reicht das? Gute Frage, ne? Und was sind das für komische Bobbel? Sind das... Eier? Tipp mal drauf. Bist du jetzt infiziert? Was sind das Spore? Das ist einfach nur übel. Ich bin verdammt vorsichtig mit diesen komischen Dingern. Oh, snap. Aber es ergibt irgendwie keinen Sinn. Diese Viecher sind primitiv. Sie haben ja nicht mal Taktik oder sowas. Man kann ja nicht mal davon ausgehen, dass sie irgendwie taktisch vorgehen. Sie rennen einfach auf ihre Beute und greifen an. Und die können doch niemals im Leben dann mit so einer Technologie da. Das ist doch... Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Da muss irgendwas anderes dahinter stehen. Oder die sind hier schon ewig und haben sich selbst verloren, so auf eine gewisse Art. Sind in ein primitives Muster zurückgefallen. Wie Menschen in der Wildnis. Das wäre eine Erklärung. Aber es erinnert brutal an Aliens. So, Freunde. Ja, das wird ziemlich abartig. Und hier kommen diese Viecher wohl her. Scheint so. Fragt sich nur. Wo zur Hölle sind sie? Tja, wo zur Hölle sind sie? Wir hören uns wieder in der nächsten höllischen Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.